beim Avatar-Training haben wir jetzt auch Spanisch mit drin. Ja, und ich sag mal, bis wenn du die ersten 30 Videos durchgearbeitet hast, dann hast du schon so einen ersten Zwischentest. Und ich sag mal, für jemanden, der an der Rezeption oder im Restaurant arbeitet, reicht das im Grunde aus. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Heute habe ich einen Interviewpartner, den ich vor einigen Monaten schon mal hatte. Willem van Löwen. Hallo. Hallo Sven, na, wie geht's dir? Ja, mir geht's prima, aber dich habe ich heute noch mal eingeladen, denn du hast ja bei unserer letzten Interviewreihe, das waren 3 Folgen, hast du erzählt, dass du die Ausbildung zum Speed Learning Coach gemacht hast bei uns. Korrekt, ja. Und dich auf digitale Nomaden konzentrieren wolltest, dann habe ich dich mit involviert in ein Projekt bei einer Firma, die ein Sprachtraining gebucht hat, wo du den Großteil der Mitarbeiter eben dann auch auf Englisch, glaube ich, die meisten, ne? Die meisten bringst du Englisch Ja, bei und einigen, Englisch und Deutsch, genau. die Englisch als Muttersprache haben, Deutsch. Das läuft auch noch aktuell. Aber du hast natürlich das, was du so als Traum hattest, nämlich ortsunabhängig arbeiten zu können, so ein bisschen wahrgemacht. Und jetzt erzähl mal, wo erreichen wir dich gerade? Ja, also ich spreche hier gerade aus dem schönen sonnigen Spanien. Ich bin in Palma und Palma de Mallorca. Genau, wie es mich dahin verschlagen hat, das ging eigentlich so viel wie vieles bei mir im Leben recht kurzfristig und ja, frei Schnauze, sage ich mal. Also ich habe einfach natürlich hier, wie du sagtest, mit den Kunden da, die ich seit Januar betreue, hatte ich schon etwas Auslastung, nur hat mir noch so ein bisschen was gefehlt, eben dieses Ortsunabhängige. Und da habe ich mir gesagt, jetzt mit Russland wird es ja leider aktuell nichts aufgrund der aktuellen Situation. Ich wollte ja ursprünglich nach Georgien im September. Das hat sich erledigt erstmal für die nächste Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, gut, was kannst du denn gut, was machst du denn gerne? Und Sprachen und Reisen sind ja meine zwei absoluten Leidenschaften. Und dementsprechend mit den Sprachen bin ich ja bei Speed Learning sehr gut aufgehoben und habe mir dann aber jetzt gesagt, ja gut, jetzt machst du noch was als Reisen und habe dann einen Job als Reiseleiter angefangen. Und das Tolle ist halt, dass ich den Job quasi in Deutschland unterzeichnet habe, auch mit deutschem Arbeitsvertrag, aber mit Einsatzentsendung quasi. Also du wirst angestellt über deutsche Versicherung, alles läuft über Deutschland und dann kannst du ins Ausland gehen, kriegst dort eine Wohnung vor Ort gestellt und ein Auto. Und das habe ich jetzt gemacht die letzten Wochen. Jetzt, gut, bevor ich jetzt weiter fortfahre, hast du dazu schon mal irgendwelche Fragen? Weil es hat sich auch einiges wieder ergeben. Da müsste ich dann nochmal sonst zurückspringen. Also wenn du noch Fragen dazu hast, wie sich da so das entwickelt hat, dann bitte jetzt, weil danach kommt nochmal eine unerwartete Wendung. Ah, okay, lass mich raten, du wirst heiraten. Nein, also pass auf. Nein. Aber was genau hindert dich daran, im Moment nach Georgien oder Russland zu gehen? Ich meine, da ist ja kein Krieg. Also Ja. Russland läuft ja das Leben einigermaßen normal weiter. Man muss halt einfach nur die Nachrichten anders bewerten. Nee, da bin ich auch deiner Meinung. Nee, aber ich habe mir einfach nur gesagt, es ist mir einfach persönlich auch zu heikel jetzt mit Russisch in Georgien. Und ich sag mal so, das kann man jetzt ein bisschen als zu große Vorsicht von mir sehen. Aber ich bin ja tief verwurzelt mit Spanien, weil ich seit 8 Jahren dort permanent immer zu Besuch bin und habe mir gesagt, warum solltest du jetzt trotzdem darauf verzichten, ins Ausland zu gehen? Also dann gehe ich lieber nach Spanien und Georgien ist nicht vom Tisch, ne? Also das Thema habe ich immer noch im Hinterkopf, weil als Reiseleiter ist man ja nicht nur, also ich bin immer saisonweise wo. Also ich bin jetzt vielleicht ein halbes Jahr hier auf Mallorca, dann bin ich ein halbes Jahr auf Gran Canaria, dann vielleicht ein halbes Jahr in Antalya oder in Ägypten. Also dementsprechend. Ja, gibt es da viele Möglichkeiten und nur russische Reiseziele gibt es aktuell, glaube ich, nicht so viele im Petto. Ja, wobei Ja. wir an der Stelle natürlich ausdrücklich sagen möchten, auch wenn wir natürlich an der Speed Learning School und der Speed Learning Academy ausdrücklich im Moment ukrainische Sprachentwicklung unterstützen, weil wir möchten, dass die Menschen, die jetzt hier in Deutschland irgendwie eine Zukunft haben, schnell die Sprache lernen können, bedeutet das nicht, dass wir das russische Volk oder die russische Kultur in irgendeiner Form in Frage stellen. Absolut nicht. Das Absolut ist nicht, nein. Und wir werden auch unseren Russisch-Podcast jetzt diesen Monat noch freischalten. Also wenn dieses Interview im Podcast gesendet wird, wird es schon den Russisch-Podcast geben.
Schön. Denn ja, nach wie vor ist Russisch eine tolle Sprache und bloß weil irgendwelche machthungrigen Menschen meinen, die Geschichte anders deuten zu müssen. Aber wir Europäer sind ja auch nicht anders, ne? Wenn wir Nee, uns deswegen, angucken. also diese ganze Sache, ich sag mal so, ich versuche mich nicht tangieren zu lassen. In der Form hat es mich aber dann doch tangiert, dass ich halt aus Vorsicht einfach gesagt habe, gut, das ist jetzt ein bisschen zu viel wahrscheinlich gerade in der aktuellen Lage. Ich möchte warten, bis sich alles ein bisschen wieder beruhigt hat und trotzdem natürlich, ich arbeite auch hier auf der Insel mit vielen Leuten, die ursprünglich aus Russland kommen und die sind hier ganz normal. Also hier ist auch nicht irgendwie eine Hetze oder sowas, was hier man vielleicht so in Deutschland manchmal wahrnimmt, so dass da so ein bisschen vielleicht durch die Medien oder sowas ist hier überhaupt nicht der Fall. Also hier ist ein Schmelztiegel der Kulturen und da ist auch jeder willkommen. Tatsächlich haben sie hier auch sehr viele Ukrainer jetzt aufgenommen, also in Spanien und auch auf den Balearen und da hatte ich jetzt auch schon erste Kontakte. Und ich sehe hier, ist es einfach, die Leute sind froh, dass sie irgendwo sind, wo sie zusammen sein können in Frieden. Und das ist doch das Einzige, was zählt eigentlich, ne? Sicherheit Das und heißt, Frieden. da sind jetzt Leute, die aus der Ukraine gekommen sind, auf Mallorca arbeiten und es gibt russische Touristen und da ist einfach das Leben ganz normal. Man geht miteinander um, so wie man halt einfach miteinander umgeht, wenn man was Es zu erwähnen hat. ist am besten vergleichbar mit dem Konflikt damals Kurdistan-Türkei, wo ich das wirklich auch im Freundeskreis mitbekommen habe. Die Leute sind ja hier nach Deutschland damals geflüchtet und sind zusammen zur Schule gegangen und sind brüderlich zusammen aufgewachsen und waren Freunde jahrelang. Und als dann der Konflikt ausgebrochen ist, wenn über das Thema gesprochen wurde, dann gab es natürlich Meinungsdefizite. Natürlich fühlt man sich dann der eine zu seiner Seite und der andere zur anderen hingezogen. Allerdings, wenn man die Diskussion nicht erstmal aufbrennen lässt, weil die Leute sind ja davor geflüchtet zu uns, beide Seiten. Also beide Seiten in dem Fall jetzt von Kurdistan, Türkei. Also von dem her ist es ja Blödsinn, das wieder aufleben zu lassen im Land, wo man seinen Frieden gefunden hat. Und dementsprechend, so habe ich diese Wahrnehmung hier auch gemacht, dass die Leute einfach froh sind, dass sie ja trotzdem miteinander auskommen können hier. Ja, vor allem abschließend dazu noch vielleicht, dann kommen wir wieder zu deinem Thema. Ich Ja. meine, in Deutschland, wenn wir uns angucken, was manchmal noch für eine Hetze zwischen Ost- und Westdeutschland Ja. stattfindet, ja, da müssen wir nicht mit dem Finger auf irgendwelche anderen Kulturen zeigen, da müssen wir nur einfach mal Absolut. mit der Bahn irgendwie in Thüringen über die Grenze fahren und dann rüber nach Sachsen und dann hat man schon Du, da genug. brauchst du nicht mal so weit fahren, das haben wir schon Ja, zwischen Köln. Partnern und Schwaben. Ja, Das ist Köln-Düsseldorf. tatsächlich hier. Ja, Ja. nimm dir mal den Köln-Taxi und sag, ich möchte nach Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du jemals ankommst. Ja. Ja. Aber gut, so sei es. Die Menschen, wie sagt man so schön, die Welt ist ein Spielplatz für gelangweilte Seelen. Ja, so sehe ich es. Okay, aber du wolltest Absolut. noch von deinem Liebesleben erzählen oder was gab es noch Neues Nee, sonst? also wenn du, wie gesagt, also Reiseleiter angefangen, das war über einen deutschen Reiseleiter, das war auch das Schöne, ne? Deutscher Arbeitsvertrag und deutsche Krankenversicherung auch sehr wertvoll hier im Ausland, weil da kriegst du die Superbehandlung. Jetzt kommt's aber, ich hatte leider zum Start hin, ich bin zweimal geimpft und geboostert, aber ich hatte nach 3 Tagen direkt Corona. 10 Tage war ich flachgelegen. Also diesen Virus, den gibt es dann scheinbar ja wohl doch. Auch wenn man geimpft ist, kriegt man den. Und der ging auch total rum bei uns im Team. Also da waren einige Leute dann den nächsten erwischt, den nächsten erwischt. Und 10 Tage Corona gehabt, also direkt zum Start. Und ich glaube, deswegen haben sie mich dann zum Ende der Probezeit leider nicht übernommen. Und sprich jetzt zum 14.07. gekündigt bei Altur. Aber ich bin ja ein flexibler und Stopp, junger Mensch. wir sagen noch mal ausdrücklich den Arbeitgeber, das war Altours. Also Leute, bewerbt euch nicht bei Altours, verkauft eure Altours-Aktien, ja. Nee, ich muss sagen, also es hat schon Spaß gemacht mit denen. Das sind auch super Leute. Das wurde halt keinen Grund genannt, weil es die Probezeit ist. Das ist leider so ein deutsches Gesetz, das kennen wir ja. Und das war halt ein bisschen schade, weil ja klar, da musste ich die Wohnung aufgeben, die mir gestellt wurde vom Arbeitgeber und den Wagen. Und natürlich mir einen neuen Job suchen, ne? Als erstes Mal, weil also für mich steht fest, ich bleibe hier und werde erstmal so schnell nicht mehr weggehen. Gut, und dann ging so die turbulenten letzten 2 Wochen los im Prinzip. Da habe ich dann mit 2 Koffern erstmal da 1, 2 Nächte bei einem Kumpel, dann mal in einem Hotel geschlafen, noch ein paar Nächte. Also so ein bisschen, also wie so ja, ein Weltenbummler halt mit seinen 2 Koffern da über die Insel. Und habe jetzt aber auch innerhalb von einer Woche einen neuen Arbeitsvertrag bei einer neuen Reiseagentur bei Annex Tours. Das ist Antalya Express Tours, heißen die. Lustig jetzt zum Thema Ukraine, weil die haben einen Riesenmarkt in Russland.
Aber wir haben damals quasi, also von, das ist ein türkischer Reiseveranstalter und die haben halt ganz viel Russen, so jetzt von oder halt Ostblock, sagen wir jetzt mal generell, also Ägyptenurlaub, alles was da so gibt, halt Türkei und so weiter. Und dieser Markt ist halt extrem eingebrochen in den letzten 2 Jahren. Kann man sich denken, die haben eine Flotte von 70 Flugzeugen gehabt, die haben sie gerade noch im letzten Moment irgendwie nach Polen bekommen, damit die nicht zweckentfremdet werden konnten oder so. Jetzt konzentrieren sie sich voll auf den Mittelmeerraum und insbesondere die Balearen. Also wenn wir jetzt noch mal kurz von Altus aufgreifen wollen. Altus ist der zweitgrößte Reiseveranstalter hier auf den Balearen. Der größte ist TUI. TUI ist der Weltmarktführer im Reisebusiness und ist ja auch deutsch. Und danach kommt Altus mit über 200 Reiseleitern auf der Insel. Und Annex Tours ist auch ziemlich gut vertreten, aber ich glaube auch noch in den Top 5 sind sie nicht. Allerdings schön. Das Ding ist jetzt halt natürlich, das ist ohne Wohnung und ohne deutsche Absicherung. Ich musste mir jetzt natürlich erstmal alle Behördengänge erledigen. Ich bin zum Oficina de Extranjeros gegangen und habe mir meine Arbeitserlaubnis geholt. Die nennt man hier in Spanien NI-Nummer, Nummer der Identidad de Extranjeros. Und damit darfst du dann arbeiten gehen. Und die habe ich jetzt gestern erhalten und heute geht es dann weiter zum Arbeitgeber. Dann machen wir den Vertrag fix. Und dann geht es nahtlos weiter ab dem 15.07. für den neuen Reiseveranstalter. Und meine neue Wohnung habe ich auch schon bezogen. Also es ist alles ein bisschen schwieriger gewesen jetzt dadurch, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen und ich bin happy, dass ich hier bin und dass ich auch heute mit dir hier darüber sprechen kann. Also falls du weißt ja, ne, falls du einen Tipp brauchst für eine internationale Krankenversicherung, mit der du im Ausland First Class abgesichert bist, melde dich bei mir, dann schicke ich dir nochmal den Link zu meiner Versicherung. Alles klar, gut, ja, zu wissen. Denn ja. Man muss sich nicht immer von deutschen Ärzten behandeln lassen, wenn man im Ausland auch Dienstleistungen wahrnehmen kann. Ja, prima. Das Sprachtraining machst du nach wie vor. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte Englisch, Spanisch haben, Online-Coaching, Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das bei dir zu machen, keine Frage. Mhm. Jetzt ist das Leben so, wie man es sich vorstellt. Das heißt, man ist Reiseleiter und dann kommt ein Bus an mit lauter, jetzt in deinem Fall, attraktiven Frauen von 20 bis 70, die nichts anderes vorhaben, als mit dir irgendwelche Events zu veranstalten? Oder ist das tatsächlich ein Beruf, bei dem man auch, erzähl mal so ein bisschen aus deinem Alltag. Ja, also auch wenn wenn wir jetzt dieser Reiseveranstalter, sag nochmal, Altus wollen wir ja nicht. Nee, wenn man dich jetzt. Alex Tours. Annex. Antalya Express, das ist die Abkürzung. Antex. Also ich dachte, das wäre der Bruder von Alexa gewesen. Nee, Antex. Das ist der Annex. Annex. Also, A-N-E-E-X. Annex. Genau. Annex. Also, Für alle Podcast-Hörer, merkt euch Annex. Wenn ihr nach Mallorca wollt, bucht über Annex Tours und sagt, ihr wollt Willem als Reiseleiter. dann müsst ihr an die Playa de Palma kommen, ne? Weil dann kann ich jetzt mal ein bisschen dazu erzählen. Ganz kurz, es gab ja diese lustige Begebenheit, dass du die Teilnehmer, die du von der Firma, mit der wir zusammenarbeiten, dass du die auf einer Messe in Palma getroffen. Wir sagen mal nicht den Namen der Firma, aber drei Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter dann live kennengelernt, oder? Ja, korrekt. Da sieht man wieder, die Welt ist ein Dorf und das ist auch so das Schöne. Ich meine, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Kunden aufgebaut und also das ist wirklich auch sehr, sehr respektvoll und freundschaftlich untereinander und auch, also wir haben Spaß beim Unterricht. Das ist das A und O. Wir haben Spaß und wir lachen und gehen beide mit einem guten Gefühl raus. Und jetzt war es so. Ich bin natürlich in der Zeit, als ich hierher gekommen bin, nicht so viel verfügbar gewesen aufgrund meines Umzugs und habe dann neue Möglichkeiten angeboten, wie man mich buchen kann über eine Seite, wo man dann meine freien Zeiten einsehen kann und sich einen Slot buchen kann. Calendly heißt die Seite, übrigens sehr zu empfehlen für sowas.
Ja, und dann hat mir da eine Kollegin gesagt, du, wir sind ich glaube am 23.06. war es, also sind wir da, wir sind auf der Messe in Palma. Ich so, ach Quatsch, willst du jetzt hier Spaß machen oder was? Also nein, wir sind da in dem und dem Hotel. Ich so, alles klar, ja gut, dann mach mal Live-Unterricht, was ist los, komm. Na gut, Genau. der Live-Unterricht sah dann eher so ein bisschen spaßig aus, sodass ich denen empfohlen habe, in welche Bars und Diskotheken sie da gehen können. Aber es war super schön, die Leute auch mal persönlich kennenzulernen. Deswegen, das zeigt mir wieder, der Umgang mit meinen Kunden ist mir extrem wichtig. Es macht super viel Spaß und die Leute sind auch total on fire und super, die mal persönlich kennengelernt zu haben. Und ich meine, du hast hier jetzt auch einfach, um auch so ein bisschen zu erzählen, was durch diese Ausbildung zum Speed Learning Coach sich da entwickelt hat bei dir. Ich meine, du hast einmal den Kontakt zu dieser Firma jetzt, zu den Leuten, und du hast jetzt ein E-Book Business English geschrieben. Das auf der Speed Learning School kann man das schon downloaden, dass auch unsere Teilnehmer, die den Premium-Kurs, ne, oder das Employee Assistance Program, so nennt sich das, wenn die Firma bucht, und wir dann im Grunde ein Stundenkontingent für die Firma zur Verfügung haben, damit die Mitarbeiter gecoacht werden können. Das wäre das. Und dann hast du jetzt kürzlich ein E-Book mit englischer Grammatik geschrieben. Das haben wir gerade beim Designer. Das wird, wenn der Podcast jetzt rauskommt, auch schon fertig sein. Sag mal gerade kurz, worum geht es in diesem Grammatikbuch? Weil das ein bisschen anderes Grammatikbuch ist, sozusagen Also auch Speed noch, Learning Grammar. ja, also es geht auch noch ganz kurz drauf ein, auf das Business Englisch. Man sieht einfach im Kontakt mit den Kunden, wo sind die Fehler, die sich wiederholen, was macht den Leuten Probleme, und so zwei ganz, ganz große Punkte, die sich da rauskristallisiert haben, sind, sie springen gerne in der Zeit rum. Also hier, also mal Gegenwart, mal Zukunft, mal Vergangenheit, so ohne Sinn und Plan. Und eben mit Präpositionen tun sich viele Leute schwer, und auch mit der Satzbildung von Action, Ort und Zeit. Also da tun wir im Deutschen ja anders gestalten als im Englischen. Und das merke ich auch immer bei Übersetzen, wenn die Kunden übersetzen. Sie übersetzen es richtig, oder sage ich, aber trotzdem, jetzt bitte überleg mal, ob du den Satz so auf Deutsch sagen würdest oder ob du nicht anders sagen würdest, weil es ist alles drin, es ist alles korrekt, der Sinn ist richtig. Nur würdest du sowas sagen im Deutschen? Nein. Also nochmal rauszoomen, einmal kurz Luft holen, sagen so, wie klingt der Satz jetzt vernünftig in Deutschland? Und schon läuft das. Und bei Grammatik eben mit Speed Learning habe ich herausgefunden, es macht am meisten Spaß, wenn man im direkten Konversationsgespräch Sachen rausfindet. Darum habe ich auch dieses E-Book für Grammatik dann erstellt, weil dann so, aha, den Fehler hast du jetzt dreimal gemacht, da gehen wir jetzt näher drauf ein. Und dann habe ich mir die Regeln dazu natürlich alle rausgesucht und auch noch natürlich selber vieles gewusst, wie und wann man sowas einsetzt. Und dann macht man da einfach ein paar Übungsbeispiele draus. Also jetzt habe ich zum Beispiel ganz oft den Fall was war es denn hier, since and for, also solche Geschichten. Und da mache ich dann Spielchen draus. Und dann sage ich so, jetzt sagen wir einfach ein paar Sätze so. Ja, zum Beispiel, ich arbeite seit dem und dem Zeitpunkt in der und der Firma. Und dann macht man ein Spielchen drauf. Ah ja, und seit wann machst du das? Ah. Ja. Und so geht es dann weiter. Und wenn man das in der Konversation tatsächlich anwendet, dann sieht man starken Verbesserungspotenzial und auch, wie es sich dann vom letzten Mal verbessert, weil die Leute sind ja auch nicht, also wir haben alle noch ein Gedächtnis, also was letzte Woche du falsch gemacht hast, weiß ich auch, ich mache mir auch Notizen. Also da kommt keiner drum herum, ne? Also da werde ich dann auch dann nochmal auf den Zahn fühlen, also, ah, und wenn es dann beim ersten Mal klingelt oder nach 2 Wochen dann wieder klingelt, also spätestens nach dem zweiten Mal macht er den Fehler nicht mehr. Weil er dann schon selber merkt beim Sprechen so, ach, ja, halt, Moment, nee, ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, und deswegen sage ich mit Speed Learning halt wirklich das direkt anwenden, nicht auf Regeln versteifen. Natürlich, dieses Buch, da sind Regeln drin, ne? Es gibt Regeln, wie man Sachen einsetzt und so, aber sie anwenden mit Beispielen, weil es gibt auch viele Sachen, die braucht man gar nicht in der Grammatik. So wichtig ist meiner Meinung nach, natürlich ist es gut zu wissen, aber wenn du weißt, welche Sachen du für deinen Alltagsgebrauch brauchst und wissen musst, dann ist dir da schon zu 95% geholfen. Weil das, was du nicht anwendest, brauchst du auch nicht zu 100% können, weil du es nicht anwendest. Ne? Also macht das sonst keinen Sinn. Ja. Genau. Ja, prima. Ja, also genau. Und diese beiden E-Books, die wird es dann, also einmal für die Teilnehmer unserer Premium-Kurse gibt es die sowieso an der Speed Learning School, für die Leute, die dort registriert sind, auch. Ansonsten kann man es über uns für 2.500 Euro kaufen.
Ja. Ja. Für alle die, die sagen, ich möchte nur dieses E-Book haben, 2.500 Euro bekommt ihr es alternativ, wenn ihr einen Premium-Kurs bucht oder Mitglied an der Speed Learning School werdet. Ja, ist auf jeden Fall großartig, eine großartige Arbeit, die du da gemacht hast. Nochmal vielen Dank auch für diese Mühe. Danke, danke, gerne. Ansonsten, ja, erzähl nochmal so ein bisschen, was treibst du jetzt so den ganzen Tag, wenn du nicht abends mit Leuten Sprachtrainings machst, sondern tagsüber hier? Was sind so die Highlights vielleicht für die Podcast-Hörer, die mal nachhören Ja, wollen? also ich sag mal so, ich meine, ich bin ja hier schon tief verwurzelt auf der Insel. Ich kenne ja, also ich bin jetzt auch keine 20 mehr, so wo man dann den Tag feiern gehen möchte oder sowas. Ich wohne hier direkt an der Playa de Palma, also ich habe es 20 Meter bis zum Ballermann. Dementsprechend ist es nachts hier sehr laut und auch sehr heiß und ich brauche aber Schlaf, weil ich arbeiten muss. Das ist halt der Unterschied und ich brauche meine Ruhe. Und ja, also Highlights für mich sind wirklich Besuche von Freunden oder Bekannten, weil natürlich man hat trotzdem ein bisschen Heimweh oder sonst was. Und dadurch, dass ich halt hier die Highlights, die sich jetzt manche Zuhörer vielleicht gewünscht haben, wie irgendwie Bierkönig oder Megapark oder so, das sind halt für mich keine Highlights. Das ist Business as usual. Da arbeiten auch viele meiner Freunde. Also ich gehe da nicht zum Feiern hin. Ich gehe dann mal kurz hin, unterhalte mich mit denen kurz und trinke eine Kleinigkeit. Aber eben sowas mache ich dann, wenn überhaupt, wenn Besuch kommt, dass die sagen, ja komm, lass mal da hingehen. Ja komm, dann machen wir das. Nee, und ich habe einen sehr guten Kumpel auch auf der anderen Seite der Insel. Der wohnt in Andratx. Da sind auch sehr, sehr viele Deutsche. Auch, ich glaube, die reichste Gegend in ganz Spanien. Calvia heißt die Gegend. Port Andratx. Santa Ponsa, da wohnen diese ganzen Millionäre, Jürgen Drees, Katzenberger, Schieß mich tot, wie sie alle heißen. Ne? Ja. Und da ist halt auch wirklich eine sehr große deutsche Community und da sieht es aus so ein bisschen wie bei mir im Schwarzwald, weil da gibt es Berge und da gibt es halt, ja, das ist halt Heimattour, das ist dann für mich immer ein Highlight, wenn ich da Ja, rüberfahre. ja. Das heißt, Jürgen Drews hat ja jetzt, also der Podcast ist jetzt, wie gesagt, wir haben heute den 12. Juli. Der Podcast wird ungefähr 6 Wochen später erst freigeschaltet werden. Aber vielleicht auch früher, mal gucken. Ich werde dich, glaube ich, ich glaube, ich nehme dich, ziehe dich vor. Ich ziehe dich vor die anderen Interviews. Ja. Aber so wie man sich das, es gibt ja diese Vox-Serie, ja, Goodbye, irgendwie. Deutschland. Goodbye, ja, genau. Also Ja. meine Frau hat es früher mal geguckt. Ja. Also ist tatsächlich, hast du auch Zeit, um die Insel zu genießen, das Wetter, um im Meer baden zu gehen, um so ein Ja. bisschen. Man muss sie sich nehmen. Also es ist halt hier in Spanien auch so, wir arbeiten 6 Tage. Wir haben keine 5-Tage-Woche. In der Saison ist 6-Tage-Woche absolut normal und Standard. Und alle sind auch froh, dass sie wieder arbeiten dürfen. Und die Stimmung hier ist der Hammer. Also sowohl von den Einheimischen als auch von den Leuten, die es schaffen, wenn nicht gerade die Flieger alle gecancelt oder zu spät ankommen. Nee, und da findet sich schon Zeit. Nur, also man hat nicht so dieses. Ich kann das dir am besten so beschreiben. Ich weiß genau, wie es im Urlaub ist. Wenn du in Urlaub gehst, da zählt für dich jede Sekunde. Jeder Moment ist wichtig. Du möchtest so viel davon mitnehmen, wie es geht. Aber ich habe das ja jeden Tag hier und so. Dementsprechend ist es für mich jetzt nicht schlimm, wenn ich an dem einen Abend schon so wie gestern Abend um 9:30 im Bett liege und schlafe. Weil, ja, und dann höre ich nachts, da ist ein Feuerwerk draußen, weil irgendein Festival ist ja toll. Dann ist es halt so, ne? Mein Gott, kommt bestimmt wieder an ein anderes Festival, wann anders. Als Urlauber wäre ich jetzt so, oh mein Gott, da draußen ist ein Feuerwerk. Ich gehe jetzt da raus, gucke, was da los ist. Ne? Oder man tut sich aufraffen morgens, obwohl man total kaputt ist, um irgendwie an den Strand zu gehen. Ne, mache ich nicht. Also, oh, sorry, dann bleibe ich lieber im Bettchen. Hast du auch viel Kontakt zu Mallorquinern? Ja, also ich habe ja, wie gesagt, meine Wohnung wechseln müssen und mich hat jetzt eine spanische Familie aufgenommen, super freundliche Leute. Also die Mutter und 2 Töchter, 4 Jahre und 16 Jahre alt, die kenne ich über Bekannte von vor 8 Jahren und die waren so spontan bereit, mich aufzunehmen. Ich meine, es war ja jetzt innerhalb von 3 Tagen haben die mich aufgenommen direkt und haben mir ein Zimmer zur Verfügung gestellt. Ich kann alles mitnutzen und dadurch verbessere ich auch nochmal mein Spanisch extrem, weil hier mit Mallorquinern direkt in Kontakt und das jeden Tag. Hier so frühstücken, zusammen essen und einkaufen. Das ist halt schon nochmal ein anderes Level von Sprachenlernen und die lernen auch noch ein bisschen Deutsch von mir. Also haben beide Seiten was davon. Das ist super. Also, weil du es gerade angesprochen hast, 4 Jahre und die Große ist 12, 16, 16 16. Jahre, ja. Wir haben ja jetzt,
Sind gerade dabei, die Speed Learning School. Wir sind gerade dabei, eine Niederlassung in Mexiko zu gründen. Also wir haben schon Ah, den schön. Geschäftsführer dort und die Website wird gerade vorbereitet. Da wird es dann den Unterrichtsstoff auch auf Spanisch geben. Das heißt, wir Wow. bauen gerade von dort aus die Plattform für den lateinamerikanischen Markt auf und für den US-amerikanischen Markt, sodass es dann eben auf Spanisch und auch auf Englisch sein wird. Und da kann ich dir dann auch gerne mal einen Zugang geben, Sehr denn gerne. dann können wir in der Phase mal gucken, inwieweit du nicht von Mallorca aus, wenn du denn mal im Winter oder was ein bisschen Zeit hast, ein bisschen den spanischen Markt, Teneriffa, Gran Canaria, Mallorca, Festland. Das habe ich mir nämlich nach all den Anfragen, die ich hier bekomme, also für Deutsch tatsächlich, weil die Leute leben vom Tourismus hier. Und klaro, und wenn du ein paar Sätze Deutsch kannst, dann kannst du in einem Hotel oder einer Rezeption arbeiten, wo halt fast nur deutsche Leute kommen. Oder du kannst am Airport arbeiten, wo die Leute ankommen und zu 80% würde ich sagen, Deutsch sind, weil du weißt, wenn schon, was sie von dir wollen. Und ich sehe, das ist ein Riesenpotenzial. Also die Leute sind da wirklich gewillt. Ich habe das noch nie gesehen, dass so Leute gerne Deutsch lernen und auch sich total freuen, wenn ich natürlich mit denen Spanisch spreche, ja. Ne, also dementsprechend sehe ich da ein Riesenpotenzial und ich habe auch schon einige Anfragen, die ich jetzt aktuell aber noch nicht bedienen konnte. Aber die sind auf jeden Fall im Machen und da werde ich jetzt auch Leute vor Ort schon schulen für Spanisch, also sowohl deutsche Arbeiter, die Spanisch hier lernen wollen, um besser sich zurechtzufinden auf der Insel, als auch die Spanier, die halt für den deutschen Tourismus hier auf der Insel arbeiten. Also es geht in beide Richtungen wirklich zu gleichen Anteilen, würde ich fast sagen, und Riesenpotenzial. Ich muss nur gucken, ob ich es irgendwo unter die 24 Stunden auch Ja, aber auch unterbringen da, wir haben ja jetzt beim Avatar-Training haben wir jetzt auch Spanisch mit drin. Ja, kann. und ich sag mal, bis wenn du die ersten 30 Videos durchgearbeitet hast, dann hast du schon so einen ersten Zwischentest. Und ich sag mal, für jemanden, der an der Rezeption oder im Restaurant arbeitet, reicht das im Grunde aus, Ja. um die Bestellung aufzunehmen, um die Zahlen zu verstehen, um die wichtigsten Gespräche zu führen, die du eben in dem Bereich führen musst. Ja. Von daher ist das eine wunderbare Kombination. Und wir bauen Das ja, klingt doch also super. mein Ziel ist ja, insgesamt 600 Videos, da sind wir ja dran. Und dadurch, Ja. dass wir in Mexiko jetzt aktiv sind, haben wir dann das Spanisch einmal kontinental, also für Spanien und dann eben auch mal für Lateinamerika. Das sind ja unterschiedliche, sind ein paar grammatikalische Unterschiede, so wie beim British English und American English auch. Ja. Aber spricht man denn auf Mallorca das klassische Spanisch? Ich dachte, die haben so einen mallorquinischen Akzent oder das Mallorquin wäre ein bisschen wie Ja, das Katalan. also es kommt drauf an. Ich meine, ich bin jetzt hier bei Mallorquinern, die sprechen Mallorquinisch. Das ist tatsächlich auch ein bisschen anders. So anstatt Buenos Dias, Bon dia zum Beispiel. Ja. Es ist auch im Bus zum Beispiel, es sind die Schreibweise hauptsächlich, die ist ein bisschen anders ist und die Aussprache. Aber im Großen und Ganzen ist es doch sehr ähnlich. Aber sie haben es trotzdem in Englisch, in Mallorquin und in Spanisch. Immer, immer in allem, auch auf der Speisekarte und überall. Nur weil wir hier so ein Schmelztiegel der Kulturen sind, sind ja natürlich auch viele Leute vom Festland da. Also würde ich schon sagen, der Großteil spricht halt Castellan. Und ja, wenn dann auch mal Mallorquinisch dazwischen kommt, also vielleicht merke ich es auch gar nicht, aber ja, das sind dann solche feinen Nuancen, die hört dann wahrscheinlich nur einer, der wirklich Castellano auf der Schule gelernt hat, sein Leben lang und dann hierher kommt und denkt sich, das ist so, wenn wir in Sachsen hören vielleicht. So kann ich mir am ehesten vorstellen. So. Da muss Verstehe, man richtig hinhören vielleicht. Aber so, wenn du Spanisch ganz normal international gelernt hast, dann hast du immer Schwierigkeiten, dieses Schnelle überhaupt zu verstehen. Also das muss ich schon mal sagen. Das ist wirklich heftig. Wenn die mal loslegen, dann musst du die ein bisschen bremsen. Despacito, ja. despacito. Aber ja, geht schon. Nur eben, ob es dann tatsächlich, also meistens tue ich dann im Sinn verstehen und das reichte dann. Also da ist dann Mallorquin wahrscheinlich mit drinne auch oder Castellano. Ich kann es aber nicht zu 100% sagen. Ja, Ja. prima. Ja, hast du eigentlich inzwischen eine Website oder was, wo du deine Nee, Dienste also Website anbietest? habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe das meiste über Instagram gemacht bisher. Ja. Und ich habe ja auch eine große Community da und deswegen, das läuft eigentlich ganz gut so mit den Leuten, die ich habe jetzt. Und ja, also eine eigene Website
hatte ich jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen, weil ich ja auch jetzt noch mit dir interagiere, weißt du, und deswegen mit dem Job und mit der Firma und noch mit den Kunden, die ich privat eher noch betreue vor Ort, bin ich schon ziemlich gut ausgelastet. Deswegen will ich jetzt noch eine eigene Firma, da bräuchte ich noch Angestellte. Also ja, Okay. deswegen, Also das heißt. wenn wir jetzt aber davon sprechen mit den Spanisch und so, da wollte ich noch sagen, dass ich definitiv mit den E-Books das in Spanisch gern auch weitermachen werde. Also hier, da werde ich mir definitiv auch ein paar Sachen zurechtlegen, weil ich sehe hier auch sehr viel Potenzial und da werde ich in den nächsten Monaten definitiv noch was nachlegen. Ja, gerne, mach das. Ja. Das heißt also, unterm Strich hat sich die Ausbildung zum Speed Learning Coach für dich gelohnt. Ja, definitiv. Vor allem, weil ich halt mehr selber, also dadurch, dass ich einfach selber permanent praktiziere, ich habe mich also wirklich stark verbessert auch. Also auch ich verbessere mich weiter und man verbessert sich immer weiter, weil eben ich kann nicht alle Fragen beantworten. Jetzt nehmen wir mal ein klassisches Beispiel. Ich meine, ich hatte Grammatik Deutsch in der Schule, ne? Also ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Deutschlehrer oder so. Jetzt erklär mal einem Menschen aus London, warum es heißt an einer Bank, auf einer Bank und hier, sie war ein Astronaut, sie war mit einem Astronauten, sie war bei einem Astronauten, das mit Genitiv, Dativ und allem Akkusativ, ich kann es also wirklich nur ganz schwierig dann den Leuten erklären, alles der Wahnsinn, mit was für Fragen die rausrücken. Also und dementsprechend macht man sich ja dann auch schlau und verbessert sich selbst. Also das ist halt das Tolle eigentlich, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und wenn ich was dazu lerne, können es meine Kunden auch wieder von mir lernen. Also haben alle was davon. Genau, richtig, ja. Und am Ende gilt sowieso, so wie es auf der Straße gesprochen wird, ist es im Zweifelsfall richtig und nicht so, wie es im Absolut. Grammatikbuch steht, ne? Ja, Prima. genau. Also Willem, das heißt, wo geht die Reise bei dir hin jetzt? Was ist so dein nächstes Ziel? Du wartest jetzt einfach, wo dich dein Arbeitgeber in der nächsten Saison hinversetzt, Ganz oder? genau, das wird wahrscheinlich so laufen, dass man dann. Also ich bin jetzt für diese Saison bis Ende Oktober eingestellt als Hotelreiseleiter an der Playa de Palma. Also wenn ihr nach Palma fliegt, kann es gut sein, dass ihr mich mal in einem Hotel rumlaufen seht. In Das welchem Hotel? In welchem Hotel? ist jetzt der Punkt. Ich betreue 55 Hotels. Also Okay, die okay. meisten, also nur die Top 10 werden persönlich betreut. Also nur die Top 10, wo halt die meiste Kundschaft quasi ist. Und die anderen werden telefonisch betreut und dann halt nach Situation gehe ich auch dorthin. Aber eben die Top 10 werden persönlich betreut und das sind so Rio Concordia, so große halt, so Iberostars und sowas. Kennt man ja alle vom Namen her. Und ja, da kann es gut sein, dass ich dann am Tischchen sitze vor der Rezeption mit meinem Schildchen und hier die Ausflüge und die Mietwagen verkaufe. Ja, aber natürlich bin ich nicht nur dafür verantwortlich. Ich mache ja auch, ja, das ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Die Leute tendieren ja dazu, sich immer nur zu melden, wenn was Schlechtes ist, wenn jetzt im Zimmer irgendwas nicht passt oder so, dann kommt man halt zum Reiseveranstalter. Dementsprechend haben wir auch sehr viele Kundenreklamationen oder Einwandbehandlungen und alles. Und das macht mir aber riesen Spaß, weil ich bin immer auf der Seite der Urlauber. Also ich weiß nicht, das ist so meine Mentalität. Ich möchte ja, dass sie einen schönen Urlaub haben. Ich möchte, dass ihr einen schönen Urlaub habt. Ich möchte einen schönen Urlaub haben, wenn ich in den Urlaub gehe. Dementsprechend, wenn da was nicht passt, ist mein größtes Anliegen, euch da zu helfen, den Leuten zu helfen, weil der Urlaub, da spart man sein ganzes Jahr drauf. Vielleicht ist man eine Familie mit 4 Kindern, die das sich nur einmal alle 3 Jahre leisten kann und dann muss da alles perfekt passen. Und es ist leider so, 95% passt auch immer alles perfekt, aber diese 5%, wenn es dich erwischt, wenn es mich erwischt, wenn es sie erwischt, ja, die denken sich, warum ich? Warum in Gottes Namen? Das ist unser Urlaub, ne? Und ich kann es halt so nachvollziehen. Es ist wirklich so tragisch manchmal. Dementsprechend, das ist wirklich auch mein persönliches hohes Anliegen, da den Leuten immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und das Beste in meiner Macht Stehende zu tun, um denen den Urlaub so angenehm wie möglich zu gestalten. Großartig. Jetzt wird sich Altours in den Hintern beißen, dass sie dich entlassen haben. Und jetzt werden Ja. ganz viele Leute kommen, die einfach nur ein Selfie von dir haben wollen. Weißt du, die so sagen, vergiss Jürgen Drews, vergiss die Katzenberger, ja, sondern wir wollen Willem, ich will ein Selfie mit Willem und ja, prima. Ganz großartig. Hat mich riesig gefreut, mit dir nochmal zu sprechen. Wir sind ja sowieso regelmäßig im Kontakt, aber jetzt diese Geschichte, die wollte ich hier einfach im Podcast auch nochmal verkünden. Und ja, Willem, dann lass uns weiter an die Arbeit gehen, oder?
Ja, und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Es wird sich in den nächsten Wochen, Monaten bestimmt noch mal ein, zwei Situationen geben, die für dich hörenswert wären. Und Gerne. was die E-Bücher angeht, also das ist dann definitiv auch auf Ende des Jahres bei mir geplant, dass ich auf Spanisch, also für die Leute, die dann auch hier bei uns mit Spanisch sich mehr auseinandersetzen wollen, also da muss ich wirklich sagen, da gibt es so viel, was ich noch auf Blatt zu bringen habe, weil ja, das passt da nicht Also auf gerne, Spanisch. Ja. gerne auch auf Englisch und Spanisch ein Grammatikbuch für Deutsch, zum Deutsch lernen. Ja, weil du ja diesen Bereich auch hast. Ne? Ja, Also. ja. Ja, mit deutscher Grammatik, ich muss ehrlich sagen, das ist die schwierigste Grammatik von allen. Also da habe ich mit Nein. Englisch und Spanisch wirklich kaum Probleme, aber ja, Nee, die wir deutsche lassen das Grammatik. unser Team in Mexiko machen. Das ist dann, das passt schon. Ja, Okay. alles klar. Willem, Super, ich wünsche dir eine Sven, hat mich großartige gefreut. Zeit und vielleicht telefonieren wir das nächste Mal, wenn du in Georgien bist oder so oder in Antalya oder wo auch immer. Auf jeden Fall. Genau. Hab eine gute Ja. Zeit und lass dir weiterhin gut gehen. Dank dir. Ja, ebenfalls danke an alle und Bis ja, dann. eine gute Zeit euch. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.